Heraus für August 2011. Apropos August, hat sich schon mal einer von euch gefragt, warum der August August heißt? Mit dem August oder dem dummen August kann es ja nichts zu tun haben. Das ist ja eine ganz andere Philosophie. Ja? Wir befinden uns also im Monat August. Ein Monat mitten im Jahr zwischen Juli und September. Und nicht immer hält der August, was er verspricht, nämlich wunderbare Sommerwetter, das zu Open-Air-Veranstaltungen einlädt. Oder zum Grillen. Naja, Grillen. Ja, Grillen. Das ist ja auch eine Open-Air-Veranstaltung, wenn ich das recht bedenke. Was bringt uns also der August 2011? Nachhaltiges von der Kulturhauptstadt? Oder hilft der August, den Mantel des Schweigens über die meisten Aktivitäten der Kulturhauptstadtmacher zu decken? Mit Enttäuschung zu leben ist ein Teil des Lebens, hat mal ein berühmter Narr gesagt. Was wäre die Freude, das Lachen, wenn nicht Trauer und Schmerz auf der anderen Seite der Münze wären? Auf die dauergrinsenden Models und Showtänzer, die gehen mir ziemlich auf den Geist, das muss ich sagen. Da kann ich nicht hingucken, das kommt irgendwie gestellt und betrügerisch bei mir an. Der August ist also der prädestinierteste Monat für das vielbeschriebene Sommerloch. Da können sie alle verschwinden, ja, die Reichen und Schönen, die nimmermüden Politiker und Geschäftsleute. Naja, Gott sei Dank rollt der Ball wieder, sonst würde der August zu manchem Pflaumen-August nach dem Backen auffordern, doch mal ein Buch zu lesen. In mein Auftragsbuch brauche ich dabei nicht zu gucken, da ist gehende Leere, denn mit dem Familienurlaub zieht es auch die Veranstalter in die Ferne und zurückbleiben nur die vom Ferienspaß der Stadt Bespaßten. Dazu kommen die Theaterferien und machen den August fast zur kulturfreien Zone. Ja, fast jedenfalls. Und damit keine Langeweile aufkommt, ja, da räume ich auf. Ja, räume meine Requisiten zusammen, Bühnenteile, repariere, wasche, stöbere in alten Fotoalben und Meldungen. Und dabei entdecke ich ihn, den dummen August. Auch die nicht so Kulturinteressierten kennen ihn als Clownsfigur aus dem Zirkus. Und was steht da? Der dumme August ist der Gehilfe des Weißclowns, steht in seinem Status am unteren Ende der Hierarchie. Dafür sind die Sympathien der Zuschauer eher bei ihm, dem warmherzigen, tölpelhaften dummen August, als beim besserwisserischen Weißclown. Ja, jetzt ist meine Neugier geweckt und ich stöbere weiter. Der dumme August geht auf die Antike zurück. Der Centunculus, naja, 100 Fleck, trieb auf römischen Märkten und öffentlichen Plätzen seine derben Späße. Er trat in einem bunten Kostüm auf, Hose und Jacke waren aus vielen Fetzen zusammengeflickt. Seine komische Wirkung wurde dadurch gesteigert, dass er ohne Schuhe und ohne Haare auftrat. Ja, aber heute ist ohne Haare eher hip, ja, und entfalte beim Betrachter keine komische Wirkung mehr. Also ich wusste jedenfalls nicht. Oder wie mein Gauklerkumpel Karlauern würde. Ne? Besser Glatze als gar keine Haare. So, was steht da noch? Die Gestik und Mimik der Körperhaltung dieser Figur ist reduziert. Ihre ganze Erscheinung kündigt ein Scheitern an. Vorläufer des dummen August waren die Hofnarren des Mittelalters, die Figuren der Commedia dell'arte.
und der Till Eugen Spiegel. Erinnert ihr euch eigentlich noch an den Till Eugen Spiegel in den Karnevalssitzungen vom Mainzer Karneval? Immer traditionell, Freitagabend im ZDF. Ja, Till in der Bütte, das war der Einzige, der mal politisch wurde und den Gestus des Karnevals, des kritischen, genauen Beobachters versinnbildlichte. Aber, ja, heißt es so schön, im Wagen der Vergangenheit kommt der Mensch nicht vom Fleck. Charakteristisch für den dummen August, ja, sind die rote Knollennase und die Schminke auf Mund, Fang und Augen. Er verblüfft. Verwirrt, sein Universum stößt mit jenem des Weißclowns zusammen, der die Bühne beherrscht. Es ist der Kampf zwischen dem stolzen Kult der Vernunft, der zum anmaßenden Kult des Ästhetizismus wird, und dem Instinkt der Freiheit des Triebes, hat, glaube ich, Fellini mal gesagt. Besonders inspiriert hat mich ja Charlie Rivlin. Die Älteren werden ihn noch kennen, der sein Akrobat schön. Ja, und seinen unvergesslichen Auftritten im Zirkus Krone. Die Jüngeren kennen eher Bernhard Paul, den Erfinder des Zirkus Roncalli. Die dummen Auguste von heute sind Träumer, die eine schöne Tradition pflegen und von der Welt der materiellen Intelligenz nur belächelt, wenn nicht sogar belacht werden. Aber der Narr bringt das Herzblut in den Gesellschaftskreislauf und versorgt ihn mit dem Unsichtbaren zum Wohle aller. Eine Geste, ein Blick, ein Gefühl in Worten und Taten. Zum Abschluss der Unterrichtsstunde jetzt noch ein Gedicht von Wilhelm Busch. Der alte Narr. Ein Künstler auf dem hohen Seil, der Altgewordene mittlerweile, stieg eines Tages vom Gerüst und sprach: Nun will ich unten bleiben und nur noch Hausgymnastik treiben, was zur Verdauung nötig ist. Da riefen alle: Oh, wie schad, der Meister scheint noch all nach Grad zu schwach und steif zum Seil besteigen. Ha, denkt er, dieses wird sich zeigen. Und richtig, eh der Markt geschlossen, treibt er aufs Neue die alten Possen hoch in die Luft, und zwar mit Glück, bis auf ein kleines Missgeschick. Er fiel herab in großer Eile und knickte sich die Wirbelsäule. Der alte Narr, jetzt bleibt er krumm. So äußert sich das Publikum. Yet,